Das sind meine. Ja. Und das sind meine. Du hast mehr als ich. Mal gucken, was wir da haben. Heike und Niklas haben zuerst die Schaufeln mitgebracht, mit denen sie selbst seit Jahren im eigenen Garten buddeln, einpflanzen oder jäten. Das sind meine beiden Lieblingsschaufeln. Die eine, um ganz viel Erde wegzukriegen, die, um Unkraut aus dem Boden zu holen oder wieder, um Zwiebeln zu pflanzen. Und das sind meine beiden Lieblingsschaufeln. Die hier ist aus Amerika. Die ist toll, die hat hier diese Zähnchen, ist hier spitz und kann richtig viel weglöffeln. Und die ist aus Kupfer. Nicht nur optisch schön, die geht auch besser in den Boden rein. Wirklich toll. Noch ein Vorteil von Kupfer, das rostet nicht. Aber vielleicht gibt es ja Besseres. Die beiden haben 7 neue Schaufeln gekauft. Pflanzenkellen mit Kunststoff oder Holz, schmale oder breite. Eine ist sogar handgeschmiedet. Ja, ich weiß nicht, ist auch schwer, ne? Mhm. Aber ein bisschen Gewicht ist ja nicht schlimm. Kommt man vielleicht leicht am Boden. Das ist wie ja, die ist ähnlich, ne? Ja. Mhm. Oder ein spitzes Leichtgewicht made in Japan mit Daumenmulde. Eine Sägezahnschaufel aus Manganstahl. Einige haben sogar eine Einpflanz-Tiefenskala. Hier, cool, zum Eingraben, ne? Und die finde ich auch, die ist total federleicht. Wie schwer eine Schaufel ist, ist materialabhängig. Es gibt leichte Plastikschaufeln, die meisten sind um die 230 Gramm schwer, einige über 350 Gramm. Wenn da noch Erde drauf ist, ist das nur noch was für kräftige Arme. Der leichte Kunststoff ist auch am preisgünstigsten, hat aber einen Nachteil, er ist nicht besonders langlebig. Ich liebe ja Holz, ne? Aber muss man pflegen. Musst du pflegen, ne? Und irgendwann ziehst du bestimmt auch einen Splitter ein. Ich bin da eher Team Metall oder Team, naja, Plastik. Wobei ich hier, glaube ich, auch denke, das löst sich irgendwann auf, wird dann richtig schön klebrig. Einige Griffe ermöglichen das Aufhängen. Mit großen Ösen auch einfach an den Haken. Das wichtigste Kriterium aber ist die Handhabung. Heike und Niklas wählen je 2 für sie neue Schaufeln aus. Die kenne ich. Ich nehme die und die rote, das Frauenrot. Ich nehme die, die ist schön spitz. Okay, na dann. Auf geht's. Auf geht's. Die Schaufeln sollen sich bewähren beim Eingraben und Rillen ziehen. Der Knick soll das Handgelenk etwas schonen. Die mit der Pflanzskala ist prima fürs Zwiebelsetzen. Mit der Spitze kann der Wurzelballen gut angeritzt werden. Spitze und dünne Schaufelblätter dringen zudem leichter in den Boden ein und es lassen sich prima Saatrillen damit ziehen. Fest steht, alle Schaufeln tun ihren Dienst gut, aber es gibt individuelle Favoriten. Mein Fazit für die beiden, die ich mir ausgewählt habe, die ist super, auch wegen der Skala und weil sie schön leicht ist, schmal ist, um Zwiebeln zu pflanzen. Die ist super, weil sie breit ist, um einzutopfen. Also die ist eben ganz schön schwer, aber sie liegt super in der Hand, also... Tja, für mich kriegen beide ein Smiley. Also mein Favorit ist die hier, die ist schön spitz, kommt auch in feste Böden rein. Und die hier schaufelt nicht ganz so viel Erde weg und ist auch nicht ganz so gut für Saat rein. Das ist mein Favorit. Niklas entscheidet sich damit gegen die hochwertige Kupferschaufel. Heike bleibt bei ihrer alten Lieblingsschaufel. Sie bekommt etwas Öl für den Griff. So, ich klebe hier mein Smiley dran. Ich liebe die trotzdem weiter. Und ich liebe meine alte Schaufel auch weiterhin, aber habe einen neuen Favoriten. Und zwar die hier, mit der komme ich super ins Bild. Bei der Auswahl kommt es letztlich aber immer darauf an, was gerade getan werden soll.